Herzlich willkommen bei einem weiteren Talk in dieser Corona-Krise. Was können wir von verfolgten Christen lernen? Das ist unsere heutige Frage im Talk. Ich freue mich sehr, dass wir einige von den wichtigsten Werken, die in diesem Bereich tätig sind, in der Schweiz, daheim sind auch, können an einen Tisch holen. Respektive im Moment ist es ja so, wir holen die Leute in einen gemeinsamen Zoom. Raum in einer Videokonferenz und das haben wir für heute am Nachmittag eben können so organisieren. Freue mich sehr, dass ihr alle miteinander eure Sicht da werdet reingeben zu dem Thema, das in der jetzigen Zeit von mir aus sehr, auch sehr wichtig ist und vor allem auch der Blick eben über den Tellerrand raus, über unsere Schweizer Situation raus, auch zu schauen, wie geht es den Menschen sonst in anderen Ländern. Wir fangen da einmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass wir ein bisschen sehen, wer jetzt da alles dabei ist. Da ist einerseits mal der Sascha Ernst von AVC, der hier aus der Ostschweiz sich eingeschaltet hat. Hallo, herzlich willkommen, Sascha. Hallo Florian, auch herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, Sascha, sag doch mal ein paar Worte über dich und auch in welchem Zusammenhang, dass du dich mit diesem Thema, dieser Fragestellung so beschäftigst. Ja, kurz zu mir, Sascha Ernst, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, wohne in der Ostschweiz, arbeite für AVC, das ist die Abkürzung für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Seit 15 Jahren aus der Schweiz raus. In 34 Ländern zusammen mit Österreich und Deutschland sind wir in 62 Ländern plus minus tätig. Und die 15 Jahre, die ich unter verfolgten Christen arbeite, zum Teil intensiv, immer wieder auch in Untergrundkirchen, hat mich vieles gelehrt, und ich denke, wo wir in der westlichen Kirche davon profitieren können. Auf das werden wir eben jetzt reden kommen. Bin ich sehr gespannt, was du da für eine Horizonterweiterung auch kannst reinbringen für uns Schweizer Christen. Ich bin zum Beispiel viel weniger im Ausland unterwegs und in Kontakt mit diesen Menschen. Darum nimmt es mich sehr wunder und bin ich gespannt auf das, was du kannst reingeben kannst. Sascha, merci vielmals. Der Rolf Rupp von HMK, er ist eingeschaltet aus Thun. Rolf, auch bei dir. Also mal willkommen in unserem Talk heute zum Thema verfolgte Christen. Wer bist du und wie hast du mit diesem Thema zu tun? Hallo Florian, merci vielmals, dass ich hier darf dabei sein, die HMK vertreten. Mein Name ist Rolf Rupp. Seit einigen Jahren arbeite ich für die HMK, mache Öffentlichkeitsarbeit dort, besuche Gemeinden, erzähle über unsere Arbeit und vor allem über die Situation der verfolgten Christen, von notleidenden Menschen. Ich bin daheim im Emmental, verheiratet, habe 2 Kinder. Und die HMK gibt es seit 50 Jahren, 51 Jahre jetzt schon, sind wir unterwegs. Wir unterstützen verfolgte Christen ursprünglich mehr in Osteuropa. Unterdessen gehen die Projektländer eigentlich von Südamerika über Nordafrika, Nahen Osten bis auf Asien, wo wir mit einheimischen Partnern unterwegs sind, sie ermutigen, sie unterstützen. Und ich denke auch ganz viel von ihnen lehren, und ich schätze es immer wieder, wenn ich Menschen begegne, die eben Verfolgung erlebt haben, die viel durchgemacht haben wegen ihrem Glauben an Jesus. Weil da finde ich so eine Tiefe in meinem Glauben, wo ich mir manchmal für mich selber wünsche und wo ich ja hier manchmal nicht so sehe bei den Leuten. Und ich denke, das ist etwas, was wir wirklich können mitnehmen können, lernen und ermutigt werden von ihnen. Merci, Rolf. Ich tue gerne noch Daniel Lehner einleiten und auch hier begrüßen. Er ist von Open Doors zu Burgdorf eingeschaltet. Nicht weit weg von mir, bald gesagt. Gell? Wir haben jetzt Homeoffice auch zu Burgdorf im Moment. Du bist im Okay. Büro von Open Doors zu Burgdorf, gell, Daniel? Ja. Sag doch auch noch gerne heute ein paar Worte über Open Doors und deine Rolle dabei. Open Doors ist vor 65 Jahren gegründet worden vom Bruder Andrew in Holland. Der hat dann angefangen, Bibel schmuggeln, hinter einem riesigen Vorhang. Und heute sind wir in über 60 Ländern tätig. So ziemlich um Äquator herum ist unser Schwerpunkt. Und dort unterstützen wir Christen, unterstützen, die verfolgt werden, in jeglicher Form, wo möglich ist. Also nach wie vor natürlich die Bibel, aber auch Traumabewältigung für Leute, die so schlimme Situationen müssen erleben müssen. Medizinische Hilfe, materielle Hilfe, finanzielle Hilfe, gerade das, was ansteht.
Und unser Hauptsitz in der Schweiz ist in Romanel-sur-Lausanne. Und dort ist der Philippe Fonchalin, er ist unser Direktor und er ist zuständig für Schweiz, Österreich und Rumänien. Der Hauptsitz weltweit ist nach wie vor in Holland. Okay, danke vielmals, Daniel Lehner. Bei euch kennt man ja vor allem den Weltverfolgungsindex. Das ist sicher etwas von den wichtigen Tätigkeitsfeldern, die ihr habt, oder? Wo ihr alle Jahre rausgeht. Ja, genau, richtig. Ja. Da tun wir immer die Erhebung unseres Weltverfolgungsindexjahres fängt am 1. November an und hört am 31. Oktober auf. Und aufgrund von diesen Daten tun wir dann immer im Januar den neuen Weltverfolgungsindex publizieren. Gut, danke Daniel. Ich würde gerne noch die Frau in unserer Runde begrüßen. Normalerweise wäre es Ladies First. Jetzt haben wir in diesem Talk halt doch die Werksverantwortlichen mal von Anfang genommen. Sabrina Bettamrath hat nämlich ein bisschen eine andere Rolle hier in unserem Gespräch auch. Sie ist Pastorin heute in der Fehkreuzpunkt in Wettingen und hat aber Wurzeln im Iran und ist selber auch einmal geflüchtet wegen ihrem Glauben. Also er hat das selber erlebt und heute immer noch im Kampf mit dem Thema oder für, kämpft für das Recht vor allem von der Familie, weil dort hier nach wie vor zum Beispiel der Vater leidet unter einer Haftstrafe. Wir wollen jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber zuerst auch noch, Sabrina, mal die Frage an dich. Wer bist du? Und dann sag doch ein paar Worte zu dir. Ja, hi Florian. Schön, Hallo. da sind mit euch alle. Ich bin Sabrina, Pastorin in FEG-Gemeinde Baden-Wettingen. Ich wohne seit 10 Jahren, bin seit 10 Jahren fast in der Schweiz. Ich arbeite als Pastor, aber ich bin auch als Menschenrechtsaktivistin. Ich arbeite mit den UN, ich stehe für die verfolgten Christen. Wie du schon gesagt hast, das Thema Verfolgung ist näher bei meinem Herz. Ich und meine Familie haben Verfolgung erlebt, unsere Gemeinde hat Verfolgung erlebt und sie erlebt es immer noch. Beide von meinen Eltern sind mal im Gefängnis gewesen. Meine Brüder ist erst seit 3, 4 Wochen frei vom Gefängnis, wegen dem Coronavirus, hat er dort rausgekommen. Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren feste Verfolgung erlebt. Und ja, und das Thema ist fest näher auf mein Herz. Und ich stehe für verfolgte Christen, vor allem im Iran. Ich stehe für ihre Rechte und dass sie dürfen wieder in der Kirche sich sammeln und Gott loben in Freiheit. Wie hast denn du aktuell jetzt so in dieser Krisenzeit, in der wir stecken, Kontakt zu Menschen im Iran oder zu deinen Liebsten von Familie? Ich glaube, wie alle anderen im Moment, es gibt so viele gute Apps und Technologien, die wir können brauchen können. WhatsApp, Telegram. Es gibt auch die speziellen Apps, Line, Signal, die ziemlich sicher sind und wir können miteinander in Kontakt bleiben. Also Internet ist eine geniale Möglichkeit, heute, wo Christen können, in Gemeinschaft haben, in Kontakt bleiben, wo wir vor 10 Jahren überhaupt nicht gehabt haben. Genau. Das ist sicher ein riesiger Vorteil von unserer Zeit, dass wir, sonst könnten wir jetzt auch nicht so ein Gespräch führen wie jetzt gerade. Das wäre gar nicht möglich. Sabrina, ich würde gerne noch schnell ein bisschen bei dir bleiben, weil du wirklich selber eigene Haut das erlebt hast, wie das ist, wenn man verfolgt wird wegen dem Glauben. Wir haben ja das Thema so ein bisschen, dass es einem eine viel größere Abhängigkeit zu Gott bringt und ja, man durch das merkt, letztlich habe ich es nicht mehr unter Kontrolle, was jetzt passiert oder wie dem ausgesetzt, Bedrängnis und Einschränkungen und ja, letztendlich bedroht am eigenen Leib und Leben. Wie ist das für dich dazu mal ein bisschen? Kannst du uns da noch mal ein bisschen reinnehmen als Frau, die das erlebt hat? Ich mag mich erinnern, es war 2009 im März, wo die Regierung hat uns angerufen und hat gesagt, dass wir dürfen uns nicht mehr in grossen Gruppen treffen, dass wir nur mehr dürfen auf Persisch, das ist die offizielle Sprache im Iran, predigen, dass wir dürfen nicht Gottesdienst haben
auf persischer Sprache, dass wir müssen auf Aramäisch oder andere Sprachen, die nur von den Christen sind, Gottesdienst haben. Und am Montagmorgen mussten wir eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war, entweder behalten wir die Kirche nur von den Native Christen oder die Regierung wird unsere Kirche schließen und Schlüssel von uns wegnehmen. Und dann haben wir wirklich auch nicht gewusst, was wird denn passieren? Wie können wir Christen im Kontakt bleiben? Von einem Tag zum nächsten Tag, wir haben Kontakt verloren, wir haben die Bewilligung verloren, uns zusammensammeln. Wir haben nicht mehr können, miteinander sind sogar nicht daheim. Es wurde uns verboten, mehr als 2-3 Personen, Christen, zusammenzukommen. Und es war ein enormer Schock gewesen am Anfang. Unter dem Druck, unter der Verfolgung, wir haben nicht mehr gewusst, was wird dann passieren, wie kann man weitergehen, wie tun wir überhaupt unseren Glauben leben, wenn wir dürfen nicht zusammenkommen und wir sind so angewiesen an Gottes Führung, an neue Perspektive, neue Vision, kreativen Weg und einfach Gott, dass er uns leitet in dieser Situation. Das ist die erste Erinnerung, die ich habe, ist, die Regierung hat unsere Tour geschlossen. Wir sind von der Kirche rausgekommen, wo haben wir mehr als 30, oder mein Vater ist mehr als 35 Jahre der Pastor von der Kirche gewesen. Und dann plötzlich, wir dürfen nicht mehr in unserer Kirche. Wir haben sogar in der Kirche gewohnt. Plötzlich stehen wir raus von diesem Gebäude mit so vielen Christen, die da stehen und sagen, okay, jetzt, was machen wir jetzt? Es hat sich wie homeless gefühlt und wir sind verloren gewesen. Aber Gott hat uns in dieser Zeit extrem viel geholfen und ich werde mehr erzählen, was hat uns gestärkt in dieser Zeit von Bedrängnis, von Druck, von Verfolgung, wo eben wie du gesagt hast, wo wir haben gemerkt, wir haben keine Kontrolle über die Situation mehr. Und wir müssen nur an Gott schauen und vertrauen, dass er uns leitet. Und schlussendlich, er ist der, der die Gemeinde baut. Er ist der, der sein Königreich baut. Er ist der, der wirkt. Er ist Evangelist. Er ist der Pastor. Er ist Apostel. Er hat Idee. Und er weiß am besten. Und wir haben gewusst, dass Gottes Arbeit, das Christentum, kann nicht gestoppt werden durch Isolation, durch Bedrängnis, durch Verfolgung. Nichts kann Glauben killen, nichts kann Glauben verhindern. Und wir haben durch Verfolgung erlebt, wie Glaube wächst, wie viel mehr wurde Muslim zum Christentum konvertiert. Und Menschen sind zum Glauben gekommen, dass nichts kann unseren Glauben verhindern. Würdest du sagen, das hat die Glauben, weißt du, jetzt auch bis heute, wenn du als Pastorin dran bist, prägt und die Erfahrung ist so stark gewesen, dass, oder kann man das auch wieder ein bisschen verlieren, wenn die Umstände sich verändern? Ich sage dir, es ist schlimm gewesen. Es ist eine nicht immer gute Erinnerung. Es ist schmerzhaft, zurückgehen und auf diese Zeit denken, auf die Zeit im Gefängnis, auf die Zeit von der Verhörung, Gericht und alles. Aber als Familie, wir haben auch darüber geredet und als Familie, wir haben alle gesagt, wir werden die Zeit nie ändern, nie tauschen. Weil genau in dieser Zeit, wir haben als Familie Gott am meisten erlebt. Wir haben Gott gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn so nah erlebt und das werde ich mit nichts tauschen. Und ja, ich glaube, die Erfahrung in der Verfolgung hat mich am meisten geprägt. Und ich bin, wer ich bin, und ich kann stehen in meinem Glauben heute, weil ich die Erfahrungen gemacht habe mit Gott. Ja, absolut. Und du meinst, das ist ja immer noch für dich, wenn du jetzt zum Beispiel vor der UNO geredet hast oder in Amerika, bist du sogar zum Präsident eingeladen worden, das ist Oval Office, da ist man immer wieder in Abhängigkeit von Gott, oder? Auch in diesen Punkten, aber auch. Sagen, abhängig von Gott im Alltag ist das, was mich dann auch würde interessieren. Wie kann man das machen? Oder wie weiternehmen? Du hast recht, ich bin im UNO und bin ich auch eingeladen gewesen, in Oval Office zu gehen. Und bevor wir, die haben uns debriefed in der White House, wir sind vorbereitet gewesen.
Die haben uns gesagt, was wir dürfen sagen, was wir dürfen nicht sagen. Und ich bin in einem Raum gestanden, bevor ich in den Oval Office reingegangen bin. Erstmal, auch das zweite Mal, weil ich zweimal durfte den Präsident Trump treffen und mit ihm reden. Und beides Mal habe ich mir auf Gott schauen und sagen, du bist der Präsident, du bist König und du bist der Herr. Und du tust mich leiten. Und die Worte, die du mir sagst, das werde ich sagen. Und ich bin in dieser Zeit, du bist so, es ist sehr stressig und man hat auch Angst. Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Was wird schlimm für meine Familie oder für die Leute, die in Verfolgung sind? Wir wissen nie, was die Outcome kann sein. Und ja, wir sind so angewiesen. Ich habe meine Eltern angeschaut, habe ich ihr gesagt, jetzt werde ich in den Oval Office gehen. Und wir haben einfach miteinander gebetet, eine Fürbitte gemacht. Dann haben wir gebetet, dass Gott mich und meine Worte leitet. Und im Alltag, ich glaube, jeden Tag, wir sind angewiesen an Gottes Führung. Ohne das kann man nicht weitergehen. Danke vielmals, Sabrina, für den ersten Einblick in deinen Weg, wo du immer noch natürlich dran bist, wo immer noch am Kämpfen bist für die Rechte von verfolgten Christen. Ich würde jetzt gerne die anderen hier auch einbeziehen in unserer Runde. Mir ist einmal geblieben, wo Mann von Open Doors bei uns in der Kirche ist, eine Präsentation machen. Der hat gesagt, und diesen Satz habe ich nie mehr vergessen, ja, die verfolgten Christen haben ganz eine andere Art von Herausforderungen als wir. Wir sind die versuchten Kirche, die versuchten Christen. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Da würde mich mal gerade den Vertreter von Open Doors interessieren, wie man das kann verstehen kann. Wir haben auf eine Art, er hat dann gesagt, ja, mit euch möchte ich gar nicht tauschen. Ihr habt auf einem Weg eure Versuchungen, eure ganze Unterhaltung und so, und das, was jetzt viel wegen Corona ein bisschen weg ist. Ist das für euch immer noch eine wichtige Botschaft, oder die ihr reingebt? Ja, ich kann Sabrina voll und ganz unterstützen. Das ist das, was wir auch von den Menschen, die aus diesen Ländern, die zu Christen sind, nicht so einfach ist wie hier in der Schweiz, wo wir immer wieder überkommen. Also, wir hören Zeugnisse von Menschen, die sagen, jetzt in Nordafrika, wo ja letztes Jahr in Algerien so viele Kirchen sind, zugetan worden und auch Leute sind eingesperrt worden und abgebrannt worden sind Kirchen, die sagen, das ist eigentlich das Beste, was ihnen passieren konnte. Dadurch müssen wir wieder konzentrieren auf das Wert, die Werte, die der Christ eigentlich ausmacht in der Bibel. Weil die Bibel redet von Anfang an bis zum Schluss eigentlich nur von Verfolgung. Und wenn wir nicht in dem Innen sind, merken wir, dass wir uns sehr schnell von dem wegbewegen, was eigentlich Christsein bedeutet. Und sie sagen uns auch immer, wir beten nicht für uns, dass die Verfolgung aufhört, sondern beten für uns, dass wir das aushalten können. Dass wir können weiterhin Salz und Licht sein für die, die uns verfolgen, dass wir weiterhin können diesen Menschen einen Weg zeigen aus irgendeiner Irrlehre, die sie schlussendlich extrem knechtet. Und sie sagen, die Freiheit, die sie in Jesus Christus spüren, die Freiheit haben sie vorher nie gehabt. Wir hatten letzten Oktober aus dem Iran einen Sprecher gehabt, und er hat uns gesagt, er sei Muslim gewesen und seine Brüder seien extrem gewalttätige Muslim gewesen und er hat aufgrund von seiner Drogenabhängigkeit seine Brüder in Suchttherapie müssen. Und dort hat ihm irgendjemand den Weg zu unserem Herr Jesus gezeigt. Und durch seinen Bruder ist er dann auch das, hat er sich bekehrt. Und er hat gesagt, wo er den Moment, wo er sich bekehrt hat, hat er sich gespürt, wie ein Baby in den Hängen, in den Armen der Mutter. So eine unglaubliche Freude und Geborgenheit, wie er vorher einfach gar nicht kennt hat. Und er sagt, so etwas müssen wir das eigentlich erleben können. Der Schritt aus einer unglaublichen Dunkelheit, aus einem Druck, aus einem nie wissen längt, für das ich einst in den Himmel kommen kann, sind meine guten Werke genug oder nicht genug und all die ganzen Zwänge, die sie haben, in so eine Liebe hineinzukommen, da tun wir einfach alles andere nachher aushalten. Auch wenn das, klar, Sabrina hat es gesagt, das ist brutal schwer. Also, solche Situationen, ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn ich da drin wäre. Aber es ist erstaunlich, wie die Menschen uns eben immer wieder sagen, es ist wunderbar.
Ja, das ist wirklich, wenn man es selber nie erlebt hat. Ich meine, das Gedankenspiel habe ich schon manchmal gemacht. Was würde ich machen, wenn jetzt wirklich eine Bedrohung kommt? Etwas, ich werde auf die Probe gestellt und stehe ich dann noch für meinen Glauben ein und so weiter. Aber seien wir ehrlich, wir sind nicht die risikofreudigsten, rein als Volk, als Schweizer, oder? Mhm. ja, wir haben lieber, wenn wir es gut können, absichern können. Der Rolf Rupp schmunzelt schon ein bisschen, oder? Also, irgendwo ist das für uns schon ein bisschen fremd, oder? Das ist schon so. Und nachdem du mir die Einladung hast geschickt für diesen Talk, haben wir schon überlegt, ja, kann man unsere Situation hier überhaupt vergleichen jetzt mit Verfolgung? Wir sind ja nicht verfolgt, weil wir jetzt Christen sind oder unsere Kirchen sind nicht geschlossen worden, weil wir jetzt Christen sind und da jemand etwas gegen Religion hat. Das geht ja jedem Küngeli-Züchterverein so. Und doch einfach zu spüren, wenn gewisse Sachen wegbrechen, die ihm lieb sind, wo man hat gedacht, das gibt ihm Halt, wo man hat gedacht, das tut meinem Glauben gut. Und dann plötzlich vor dieser Frage zu stehen, ja, was bleibt denn, auf was stütze ich meinen Glauben ab? Und ich denke, das ist die spannende Erfahrung, die wir jetzt durchmachen, plötzlich zu merken, okay, die Beziehung mit Gott geht die nur, wenn ich meinen Pfarrer sehe, eine Woche oder eine Woche in die Kirche kann. Und viele Menschen auf dieser Welt haben das nicht, aus welchem Grund auch immer, weil sie eben sich im Geheimen müssen treffen oder gar nicht treffen können. Und plötzlich so Leute zu sehen und zu merken, es geht ja, die Beziehung mit Gott kann ich ganz für mich leben. Klar ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir uns austauschen können, ermutigen, aber letztendlich geht es ja um die Beziehung zwischen mir und Gott. Und genau. Ich habe noch gerade heute mit jemandem vom Team darüber geredet und das hat mich erinnert an eine der ersten Begegnungen hier bei HMK mit einem Pastor, der manches Jahr im Gefängnis war, der gefoltert wurde, der sehr schwierig musste durchmachen. Ich habe ihn dann so gefragt, ob er sich nie überlegt hat, einfach die ganze Sache mit dem Glauben an Jesus aufzuhören, aufzugeben. Dann wäre er frei gewesen, dann wäre alles gut gekommen. Und ich habe es noch spannend gefunden, habe mich zuerst so ein bisschen angeschaut, irgendwie die Frage nicht ganz verstanden. Bis er es dann gecheckt hat, was ich ihn frage. Und dann hat er nur so gemeint, ja, das sei nie eine Frage gewesen, weil Gott sei immer bei ihm gewesen. Und ich denke, das ist so das Geheimnis, die Gegenwart von Gott, wo die Leute spüren, wo ich denke, sie auch immer wieder durchdreht, auch wenn um sie herum alles zusammengeht, in dem Sinne, die weltliche Sicherheit. Also wir können schon die These so einfach mal aufstellen, in der Not, wenn es ganz schwierig wird, dann erleben die Menschen Gott ganz nah. Ich denke schon. Ich glaube, wir können das jeden Tag erleben, egal ob wir jetzt in Not sind oder einen guten Tag haben. Aber ich denke, wir sind sehr oft uns dem nicht bewusst, wenn es uns eben gut geht, wenn alles funktioniert. Ich denke, wir sind dann genau gleich auf Gott angewiesen. Aber sie ist einfach nicht bewusst, weil wir einfach denken, wir können selber. Die Schweiz ist so gut, da brauchen wir Gott nicht mehr. Das ist so immer eine Gefahr, denke ich, wo wir drinstehen. Und wenn wir eben die Sicherheit nicht mehr haben, dann sind wir uns dem ganz neu bewusst, dass wir eigentlich Gott bei uns haben, dass Gott mit uns ist. Ja, für mich ist schon auch so ein Thema jetzt in dieser Zeit, ja, bin ich da bereit? Sind wir bereit, jetzt das spezielle Umfeld, das da ist, zu nutzen, für einzustehen für unseren Glauben? Also macht das unseren Glauben gleich ein Stück weit radikaler, die Krisenerfahrung, die wir jetzt hier machen? Sascha Ernst, da möchte ich einmal dich fragen. Siehst du da die Chance, dass das passieren könnte? Ich habe eigentlich auf die Chance gewartet, warte ein Stück weit immer noch in der Schweiz. Und ich glaube halt schon, wir sind in der Talsohle von der Not, wo jetzt das Corona hervorgebracht haben, nicht wirklich an dem Punkt angekommen, wo die Leute verzweifelt sind. Und das ist genau das, was wir ja in diesen Verfolgungsländern erleben, wo wir als Werk, ich meine, wir reden von 250
Millionen verfolgte Christen. Es gibt ganz verschiedene Stufen von Verfolgung. Es gibt die familiäre Verfolgung, es gibt die Sozialverfolgung, es gibt die finanzielle Verfolgung, wo man den Job verliert und man kann nicht mehr zu beißen hat, weil nicht mehr reinkommt. Dann ist man die religiöse Verfolgung, wo man öffentlich gehetzt wird von Hindu-Priestern, von Imamen und so. Da gibt es so viele verschiedene Arten von Verfolgung. Und ich habe schon gesagt, ich wünschte mir eigentlich, dass die Not, und man muss glaube ich sagen, die meisten Leute kommen, glaube ich, wirklich in eine persönliche Beziehung aus der Not raus. Weil mir geht automatisch auf die Knie und fährt auch von Gott anrufen, wenn nichts mehr hilft. Und wenn ich mit diesen verschiedenen Leuten, und wir haben auch beim AVC verschiedene Angestellte, die im Gefängnis waren, die durch Folter durch sind, die nicht mehr wissen, ob sie lebendig aus dem Gefängnis rauskommen. Sie waren in Afrika, sie waren im Evin-Gefängnis. Und dort sagen dir halt alle das Gleiche, du kommst an den Punkt her, wo niemand mehr und nichts mehr anders hilft, als Gott allein. Und ich glaube, das ist das, was auch Sabrina vorher gesagt hat. Ich möchte für nichts tauschen, was ich erlebt habe, weil der Geist Gottes ist so real. Ich meine, Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht allein auf dieser Welt. Ich schicke euch den Parakletos. Und Parakletos heisst wirklich nebenbei gestellt. Jemand ist herbeigerufen worden, um neben dir zu stehen und mit dir durchs Leben zu gehen. Und die Realität im Druck, in der Finsternis, in der Verfolgung ist, dass Gott extrem nahe ist. Und das ist im tiefsten Punkt vom Leben von diesen Menschen, sagen sie dann auch immer wieder, das Schwierigste ist zum Schönsten geworden. Und das ist die Herausforderung bei uns im Westen, wo die Bibel auch sagt, die Sorgen vom Alltag dämpfen den Geist Gottes oder die Versuchungen vom Wohlstand dämpfen den Geist Gottes. Und eigentlich gibt es nichts Schöneres, als in der Gegenwart vom Geist Gottes sein. Und wenn du gezwungen bist, nach Hilfe dich ausstrecken und es ist niemand anders rundum, weil dir alles geraubt worden ist, weil du in Einzelhaft bist, weil deine Geliebten geraubt worden sind, weil du Hab und Gut verloren hast, dann streckt sich der Mensch, glaube ich, automatisch nach Gott aus. Und darum muss ich auch immer sagen, dort aus dem Schwierigen, die Aufbruch und geistige Erweckung stattfindet. Und das ist... Ich hatte einen bei mir zu Besuch vor Jahren, der Farshid Fatih, der war fast 6 Jahre im Gefängnis im Iran. Der besucht mich bei mir zuhause in der Schweiz und sagt, ihr habt es so schön da, ich meine die Berge und die Seen und die Kühe und das Gebimmel. Aber ich würde um nichts in der Welt tauschen, ich will zurückgehen in den Iran, weil der Himmel ist offen, es ist Gottes Kairos, es ist Gottes Momentum. Wir haben so viele Menschen, die zu Jesus finden und das ist die grösste Freude, wenn Menschen zu Jesus finden. Und ich meine, ich bin selber dort über 10 Jahre in der Untergrundkirche im Iran, sie besucht, sie ermutigt und dann schon müssen sagen, du glaubst wie in der Schweiz, aber es betend, und du betest wie in der Schweiz, aber es passieren einfach mehr Sachen als so, weil der Himmel ist offen und die Leute sind hungrig und sie sind aufeinander angewiesen. Es ist eine Einheit da, es ist ein Vertrauen da, sie haben nichts anderes als zum Teil die Bibel und sich selber. Und das ist schon ein extremer Katalysator für Gottes Wirken. Darum warst du immer wieder ins Ausland, Sascha auch, gell? Ja, ich gehe ab und zu ins Ausland, um mich geistig erfrischen, damit ich dann wieder in der Schweiz ab und zu Schlusszeichen leben und überleben. Nein, ich muss sagen, in der Schweiz gibt es auch schöne Aufbrüche, aber die Erweckung, auf die warten wir noch. Sind wir zu wenig verzweifelt eigentlich noch? Auf einem Weg, für das zusammenzufassen. Ja, ich glaube, es liegt im Wesen vom Mensch, dass aus der Verzweiflung fängt er an, Gott anzurufen. Das hat im Prediger einen Satz, der trifft einfach auf alle Kulturen und alle Religionen zu, was heisst, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingepflanzt. Und die Ewigkeit, die ruft einfach nach Hilfe, nach Sinn, von wo komme ich, wieso bin ich, wo gehe ich. Und wenn du nichts mehr hast, wenn du alles zwischen den Händen zerrinnt, dann ja, der kommt wieder zurück zum Fundamentalen vom Leben. Ich glaube, das ist Wohlstand ist eine Gefährdung, ja. Sabrina, jetzt würde ich gerne dich fragen. Du bist heute Pastorin in Wetzigen und hast mit dem anders zu tun, in Wettigen, nicht, dass ich es falsch sage, in Wettigen natürlich. Hast mit dem Spannungsfeld wahrscheinlich zu tun, oder? Du hast das erlebt im Iran, so das Nöch und auf Gott vertrauen. Und jetzt
Hast du da deine Schäfchen in Wettigen, wo du auf den Weg nehmen willst und dass sie das auch erleben können, hier in der Schweiz, in den anderen Alltagsumständen? Ist das für dich manchmal ein Zerriss, den du erlebst? Oder? Genau, ich glaube, wie der Sascha hat gesagt, es ist auch ein geistlicher Kampf hier in Europa. Und mir wäre auch lieber im Iran sein und im Iran Kirche leiten. Ich glaube, zwei Sachen merke ich am meisten in Europa oder in Amerika unter uns im Westen. Eine, wie der Sascha hat erwähnt, die Abhängigkeit, die angewiesen sind an Gott. Es ist wahr, wenn wir in Versuchung sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir in Krise sind, sind wir abhängig, sind wir angewiesen, wir schreien nach Gott. Ich wünsche mir, dass wir ohne Krise, ohne Verzweifel, ohne Schwierigkeiten die Abhängigkeit trainieren können. Dass wir ohne mal in eine schwierige Situation hineinkommen, lernen, an Gott angewiesen zu sein und nur wirklich in unseren Fokus haben. Das erlebe ich sehr stark, habe ich sehr stark im Iran erlebt. Vielleicht auch, weil wir so viel Wohlstand hatten wie hier in Europa. Leute sind extrem angewiesen an Gott. In ihrem täglichen Leben, die schreien nach Gott. Alles, was sie machen, vielleicht auch in Kultur, auch in islamischer Kultur, du bist angewiesen an Gott. Und du machst alles in Gottes Namen. So auch, wenn du in Christentum hineinkommst, bist so flexibel und du bist so abhängig von Gott. Und zweite Sache, wo ich mehr im Iran erlebt habe, auch in der Kirche, im Vergleich von hier in der Schweiz, ist Leidenschaft und Passion und Sehnsucht nach Gott. Ich sehe Leute, die in Verfolgung leben, wenn die Christ werden, für sie Christentum ist schwarz und weiß. Wenn ich in Gott glaube, ich werde mein Leben riskieren. Die Entscheidung ist sehr stark. Und am meisten wird es Christ, weil die Gott erlebt. Und ich mag mich erinnern, wir haben eine Frau gehabt, sie hat Wunder erlebt, sie hat Gott erlebt. Und wenn ich darf noch 3 Minuten der Geschichte erzählen, darf ich noch 3 Minuten der Geschichte erzählen? Es geht lieber in 1,5 Minuten, aber jetzt 1,5 Minuten. Minuten. Wenn man es ein bisschen kürzen kann. Gut, sie ist halt in Gefängnis gekommen. Sie ist ziemlich ältere Dame, über 70 Jahre alt. Und die Polizei hat ihr gesagt, dass sie darf nicht mehr evangelisieren, dass sie darf nicht über ihren Glauben reden. Und sie hat an die Polizei erzählt, wie sie Jesus erlebt hat, wie ihre Familie Jesus erlebt hat. Und sie hat eine Geschichte erzählt. Und sie hat gesagt, ja gut, also die Geschichte klingt gut, aber du darfst nicht das wieder erzählen. Und sie hat gesagt, ihr versteht nicht. Und sie hat angefangen, wieder Geschichte zu erzählen. Und am Schluss waren sie so frustriert mit ihr und haben gesagt, ja, wir verstehen, du hast Gott erlebt. Und sie hat gesagt, ihr versteht nicht, ich habe Gott erlebt. Und wie kann ich meine Erlebnis, das, was ich erlebt habe, nur für mich behalten, nicht weitergeben. Das ist der Punkt, so ein Passion, so eine Leidenschaft, so eine Liebe von Gott, die uns brennt. Und du kannst es nicht für dich selber halten und du wirst überall schreien, wer Gott ist. Und das ist ein Glaube, wo ich nicht so oft hier, in Europa erlebe. Das war jetzt sogar viel kürzer gewesen, aber Ina, super. Aber ich glaube, wir haben die Substanz von dieser Geschichte mitbekommen. Und das, oder irgendwo hören wir jemanden, ja, wir wollen wieder erleben, was sie in der Apostelgeschichte auch erlebt haben, dass die ersten Christen auch die erste Liebe zu denen zurückkommen. Oder? Und nachher, ich mache mich noch besinnen, als ich frisch zum Glauben bekomme, mit 20, oder, habe ich auch all meinen Freunden ganz leidenschaftlich erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht. Und irgendwann tut man sich ein bisschen einfügen, einfach in das, ja, so macht man es etwa noch und dort hier gibt es noch Kanäle, wo man es macht. Sollten wir dort wieder frecher werden, wenn jetzt vom Hintergrund, den ihr erlebt, auch hier in der Schweiz, was würdet ihr sagen? Ich glaube, es geht nicht um frecher, es geht um eine tiefe Überzeugung und Liebe haben. Mhm. Wenn du verliebt bist, an der Liebe in der Ehe wächst nur. Und es darf oder soll nur wachsen. Und mit Zeit wird nur schöner. Und alle sagen, oh, ich bin verheiratet, ich habe Kinder. Du schwätzt von dem. Wenn du wenn in einer schönen Beziehung bist, kannst du dich nicht zurückhalten. Außer
von dieser Beziehung erzählen. Und das Leben mit unserem Gott ist eine lebendige Beziehung, ist eine Erfahrung, die wir jeden Tag erleben dürfen. Und wenn du in einer lebendigen Beziehung bist mit Gott, dann kannst du nicht anders machen, außer von dem erzählen. Und überall sehen und sagen, wer er ist in deinem Leben. Und diese Beziehung, das haben wir oft wirklich im Iran erlebt. Es ist nicht ein anderer Gott, es ist dasselbe Gott im Iran, in Afrika, überall, auch in der Schweiz. Und wie der Sascha hat gesagt, wir beten gleich im Iran, wie da in Europa. Unsere Lobpreis ist nicht anders. Das, was anders ist, ist unsere Herzenshaltung. Und die Erwartung an Gott und Liebe gegenüber Gott. Und das ist die Mentalität. Ich sehe auch oft die Mentalität von Verzweifeln, Fragen stellen. Ja, wieso ich? Wieso muss ich? Es geht nur um mich mehr, wo in solchen Ländern es geht um Gott. Du hast voran erzählt von der Bibelstelle, die sagt, Leben ist Jesus und Tod ist Gewinn. Diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle, die wir fast täglich erwähnt im Iran. Leben ist Jesus und Tod ist Gewinn. Genau, das ist Philipper 1, 21. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Und das ist eben das, wo man wahrscheinlich an diesem Punkt erst herkommt, wenn man wirklich weiss, ich hänge mein Ganze einfach an Jesus. Das ist alles nur noch aus Jesus kommt. Alles, wie der Paulus das hier geschrieben hat, er hat zwar nicht noch angehängt, weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Das finde ich noch spannend, oder? Also er war ja auch ein bisschen hin und her gerissen. Aber bei uns ist es ein bisschen anderer Zerriss. Wir haben ja das Leben hier auch gern, oder? Wir genießen vieles von dem, was wir hier haben, oder? Wir haben ja größtenteils ein angenehmes Leben. Das macht wahrscheinlich sehr viel aus in diesem Thema. Ich glaube, wir dürfen auch Leben genießen. Wir dürfen auch schön im Leben haben und wir dürfen das auch mit Jesus teilen und ihn mitnehmen in alles. Es muss nicht schlimm sein und schmerzhaft und bitter sein. Es geht um die Priorität und Fokus auf Jesus setzen, dass er die erste Platz hat in meinem Leben. Dass ich mit ihm darf aufstehen, dass ich darf mit ihm laufen, mit ihm arbeiten, dass er überall in meinem Leben rein ist und nicht ein Teil am Sonntagmorgen oder in der Kleingruppe oder im Gebet teil, sondern mein ganzer Tag ist mit ihm und durch ihn. Und das heisst, er ist mein Leben. Und ich teile alles, was ich kann mit ihm. Und er ist der Herr auf alles, was ich mache. Super, Tabrina. Danke vielmals. Jetzt werden wir doch das ein bisschen praktisch werden. Und ich frage einfach die drei Männer in der Runde. Wie erleben Sie das, dass Jesus erste Priorität bleibt im Leben, in eurem Alltag? Florian, kann ich noch eine kurze Geschichte? Ja, Sascha, bist du gut. Was Sabrina gesagt hat. Wir hatten so ein Erlebnis in Syrien, in der Stadt Kobane, die heißt Quelle der Araber, vor ein paar Jahren, wo der Krieg in Syrien noch voll im Gang war. Da sind ein paar tausend Flüchtlinge sind aus Aleppo rausgekommen und sind irgendwo in der Wüste hängen geblieben, zwischen den Fronten von der syrischen Armee, vom IS und so. Und wir haben einen Hilferuf von denen bekommen und die haben gesagt, wenn wir noch ein paar Tage lang da sein müssen, dann werden viele sterben. Wir haben nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken und sind gestrandet. Und dann haben wir unseren Leuten, unseren jungen Konvertiten, die sind gerade mal 2 Jahre in Jesus gesehen, haben wir gesagt, schauen, wir haben den Hilferuf von außerhalb von Aleppo. Wir könnten denen mit 2 Lastwagen Essen bringen, wir könnten denen helfen überleben, aber ihr müsst durch IS-Gebiet durchreisen und das ist extrem gefährlich, es kann euch das Leben kosten. Und die Reaktion vergesse ich nicht, wie die Leute uns angeschaut haben und sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Ihr sagt, wenn wir dort durchreisen, dann könnte es uns das Leben kosten. Aber wenn es mich das Leben kostet und ich habe mein Leben Jesus gegeben, dann gehe ich doch direkt in seine Herrlichkeit. Und du bist jetzt schon 30 Jahre gläubig und sagst, ich soll aufpassen, dass ich nicht stirb. Ich verstehe nicht, von was du redest. Und ich denke, das ist schon auch ein bisschen eine kulturelle Frage. Man ist in diesem Gebiet, wo halt der Tod sehr viel näher ist oder wo ein Teil vom Leben ist. Bei uns im Westen ist das mit dem Tod, das ist auch abdelegiert. Aber in so Gebieten, wo Not ist, wo Christenverfolgung ist, wo Krieg ist, da gehört der Tod zum Leben. Und was ich von diesen Leuten auch gelernt habe, die,
Ewigkeitsperspektive. Das ist nicht irgendwie eine theologische Theorie, sondern sie wissen, das ist die absolute Realität und ihr Tod kann nur Gewinn sein. Und das hat mich zutiefst beeindruckt und ein Stück weit auch beschämt, dass nach so vielen Jahren Christ ich mir von so zwei Küken muss quasi sagen lassen, was es wirklich darauf ankommt. Wenn wir das würde übertragen in die jetzige Situation, Sascha, auch was gewisse auch Christen im Moment erleben in der Schweiz, wo zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder in den Spitälern, die sich ja gleich einem Risiko aussetzen, können wir zumindest dort eine Parallele ziehen, dass man sagt, hey, ich muss mir ja jetzt wirklich bewusst sein, ich gehe dorthin und es könnte sein, dass ich selber auch angesteckt werde. Ich weiß nicht, ich habe nicht in der Pflege geschafft. Ich kenne auch nicht Leute, die jetzt. Ich kenne Christen, die in der Pflege arbeiten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei denen ausschlaggebend war. Aber ich glaube, das Erste, wo einem in den Sinn kommt, wie kann ich helfen? Ich glaube, Leute in der Schweiz, die Christen sind, in der Pflege arbeiten, die werden in erster Linie eine Hilfe sein, wie jetzt die syrischen Konvertiten trotz Gefahr haben wollen anderen eine Hilfe sein. Das ist einfach das Wesen von Jesus. Wir sollen sich um die anderen kümmern. Geben ist besser als nehmen. Ich glaube nicht einmal, dass man so sehr eben dann der Gefahr im Kopf hat, sondern wie gesagt, die Möglichkeit vom Beschenken, vom auf Gott hinweisen. Wenn jemand in der Not ist, im Spital ist, und ich kann mit einem ermutigenden Wort oder in ein Gespräch hineinkommen und diesen Leuten Hoffnung machen, dann geht es um das, dass man wirklich wieder anfängt, sehr in fragende und suchende Herzen hin. Ja, mir ist mal in den Sinn gekommen, weißt, die ersten Christen, die Leprakranke aufgenommen haben und wirklich so, ja, einfach das auch ein bisschen ins Radikale gelebt haben, oder? Also das, du sagst, wie, das muss das Oberste sein, der Dienst am Nächsten aus der Liebe raus treiben, das führt uns dazu. Ja. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch das tun, was Gott uns aufs Herz legt, was dann auch immer das Wichtigste ist. Aber ich habe heute zum Beispiel jemand, den ich nur nicht so gut kenne, klopft an die Tür und sagt, er sei in einer finanziellen Not, ob ich nicht helfen kann. Ja, natürlich helfe ich dem und drücke dem 200 Franken in die Hand. Aber ich weiss, das war jetzt nur der Türöffner, um irgendwann mal mit dem über das Wesentliche vom Leben zu sprechen, dass ich mit ihm meinen Jesus teilen kann. Also ich glaube, ja, nutzen wir einfach jede Möglichkeit, wo sich's ergibt. Und die Bibel hat selber gesagt, wer zu Christus steht, der muss damit rechnen, dass es irgendwie Folge von Unterdrückung oder von Verfolgung gibt oder von Verschmähung gibt. Das gehört halt einfach dazu. Das kann man in der westlichen Kirche nicht schöner. Das ist Teil vom Christsein. Ja. Mhm. Lass mich wieder zu der Frage zurückkommen, die ich Sascha ursprünglich gestellt habe. Ich kann auch gerne noch dazu kommen, aber wenn wir die anderen beiden dazu etwas sagen, weil die haben jetzt lange Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Nein, das mit dem ersten Priorität geben, wirklich Jesus zu oberst zu haben, wie ist das für euch? Wie lebt ihr das? Ganz praktisch in eurem Alltag. Daniel. Wir leben in einem sehr kleinen Land und ich weiß nicht, ob es ein anderes Land gibt auf dieser Welt, wo wir so eine grosse Komfortzone haben. Und das ist genau das, was ich empfinde, was uns daran hindert. Eben genau das zu leben. Und wenn wir aus dieser Komfortzone rauskommen, dann erleben wir eben genau das, was die anderen Christen tagtäglich leben, weil sie halt nicht in so einem selben Land wie die Schweiz leben können. Aber wenn sie hier sind, sagen sie sehr schnell, ui, da trifft mir der Hurt, ja, weil wir müssen uns nicht mehr sorgen. Darum werden wir den Tag überleben. Sondern hier in der Schweiz ist es eigentlich normal, dass du den Tag überlebst. Und die Abhängigkeit, das ist das, was mich immer wieder herausfordert. Also im letzten Oktober in Nordafrika, wenn man mit diesen Christen dort redet und das erlebt, wie als die genau auf das herausleben, die wissen nicht, wie sie morgen das Essen auf den Tisch bringen, zum Teil. Die wissen nicht, kommt morgen, oder wenn wir Gottesdienst haben, kommt noch heute in einem Gottesdienst irgendeine radikale Gruppe rein und bringt einfach wahllos Leute um. Und es interessiert niemand, weder die Justiz noch die Behörden noch irgendjemand. Und das ist eine extreme Herausforderung, wo ich dankbar bin, dass ich es nicht erleben muss, aber wenn ich die anderen sehe, fast neidisch werde, dass ich das noch nie erlebt habe. Ich glaube, der Zusammenhang, wo wir
auch lesen in der Bibel, wie die Jünger miteinander gelebt haben und wie unser Jesus das vorgelebt hat. Das sagt ja genau das. Er hat ja alles gegeben für uns. Wie viel bin ich bereit, dir zu geben? Und ich merke echt die Komfortzone, die wir haben. Oh, nein, ich kann es nicht für alle sagen, aber für mich. Die Komfortzone, die ich habe, hindert mich extrem daran, genau das zu leben. Okay, ja. Merci vielmals, Daniel. Rolf Rupp, ich würde gerne dich auch noch darauf ansprechen. Wir haben erst vor kurzem einen Bericht auch bei uns von LiveNet online gestellt von einem Mitarbeiter von euch, der Daniel Müller, der als Projektleiter tätig ist. Er hat gesagt, es gäbe eigentlich zwei Wege als Christen, was ich machen könnte, wenn ich in einer Krisensituation bin. Entweder der Weg von Kontrolle und Absicherung oder aber der Weg von freudiger Abhängigkeit. Und eben meine Frage bleibt noch nicht die, wie kann ich in dieser Abhängigkeit sein, wenn ich, so, ich mir nicht muss Sorgen machen muss, ob ich morgen noch genug zu essen habe. Was würdest du da dazu sagen? Solltest du dich auch noch heute wieder einschalten, Rolf? Wir hören dich gar nicht. Es bleibt eine Herausforderung in der Schweiz, wie der Daniel auch gesagt hat. Ich denke, mein Bezug zu Jesus, der geht es ja um mehr als nur um mein tägliches Brot und ein gutes Leben. Ich bin mal vor ein paar Jahren mit jemandem unterwegs gewesen, der den Krieg im Osten der Ukraine erlebt hat und eben so ein bisschen geschildert hat, wie sie bombardiert wurden, wie sie sich zurückgezogen im Keller. Und dann hat noch jemand darauf angesprochen, eben wie er mit dem sich umgegangen, ob er sich nicht gefragt hat, wo der Gott in dem Ganzen ist, wo ist der Jesus. Und er hat gesagt, was er dort in diesen Keller während diesen Bombardierungen realisiert hat, ist, dass Jesus seine Liebe nicht durch die Umstände zeigt, wo wir drin sind, sondern durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist mir irgendwo geblieben und das versuche ich mir jeden Tag auch neu zu vergegenwärtigen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt in einem guten Umfeld bin, ob es mir gut geht. Ich schätze das und ich denke, wir dürfen das auch geniessen, wenn es uns gut geht. Aber letztendlich die Beziehung zu Jesus hängt nicht von dem ab, weil er hat alles gegeben, wie du schon gesagt hast, er ist gestorben für mich, für meine Zerbrochenheit, für meine Sünden, für meine Krankheit. Er hat mir auch ein ewiges Leben versprochen, aber die Ewigkeitsperspektive, wie der Sascha hat erwähnt. Und ich denke, es ist ein bewusstes, sich auf das fokussieren, was ich auch versuche umzusetzen. Ich denke, wo er so Sachen wie Corona, wie die ganze Situation jetzt. Es gibt dann auch andere Perspektiven zu dem, eine gewisse Gelassenheit, weil ich weiss, Jesus ist gleich bei mir, er hat seine Liebe gezeigt, er gibt mir eine Perspektive über den Tod raus und er gibt mir auch eine Perspektive jetzt für meinen Alltag. Und das gelingt mir nicht jeden Tag, da muss ich ganz ehrlich sein, das sind natürlich auch immer die Versuchungen, die Sachen, die passieren. Und doch ist das etwas, was ich wirklich will bewusst in den Tag hineinnehmen, immer wieder neu. Okay. Ich merke schon, es ist ein bisschen schwierig und es bleibt die Distanz ein bisschen da, wenn wir lernen wollen von verfolgten Christen, weil wir sie eben einfach hier anders haben. Also man kann irgendwie heranschauen und denken, ja, es betrifft einen, es macht einen traurig. Und hat schon einen Impact irgendwie, aber ich kann es nicht so messen auf den eigenen Glauben, wenn ich mir auch denke, mal das Buch gelesen vom Heavenly Man und so, wo ganz extreme Sachen erlebt hat, das hat mein Glauben so beflügelt. Und gleich, es hat es auch wieder so ein bisschen abgegeben. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht das widerspiegelt für viele Christen, wie sie es hier im Westen erleben. Aber ich würde gerne jetzt so diesen Teil ein bisschen abschließen und einfach noch die restlichen 10 Minuten mehr dafür verwenden, um mal zu schauen, wie geht es denn jetzt den Menschen und den verfolgten Christen, den verfolgten Kirchen auf der Welt. Daniel Lehner, du hast mir einen Artikel geschickt, der so ein bisschen um das eben geht und wo das ein bisschen versucht zusammenzustellen. Da wissen wir ja, dass zum Beispiel in Afrika oder an anderen Gebiet, man einfach noch riesen Angst hat, ob jetzt der Covid-19 und wie der genau kommt, aber wir wissen es noch nicht so recht. Mit was für Gedanken schaut ihr
in die Länder, wo ihr sicher auch Leute vor Ort habt? Unsere Tätigkeit normalerweise ist ja sehr stark auf Reisen ausgerichtet und das können wir im Moment nicht. Und wir merken, dass die Menschen, wo der persönliche Kontakt in dieser Kultur ist, das viel stärker noch als bei uns. Und eigentlich in sehr vielen anderen Kulturen, dass der persönliche Kontakt wichtig ist und dass der fehlt. Und die Menschen, die eben in dem Dokument, das du geschickt hast, ist geschrieben, sind sehr viele Menschen da, die nicht wissen, was passiert, weil sie halt hier aufgrund von der Erfahrung wissen, dass sie der Staat nicht oder wenn falsch, bewusst falsch informiert. Und dass diesen Ort aber auch gewisse Menschengruppierungen und halt vor allem manchmal auch Christen halt irgendwo als Sündenbock für irgendetwas hergestellt werden. Und das sind natürlich Ängste zu dem, was sie täglich ums Überleben kämpfen, zusätzlich kommen, weil sie nicht genau wissen, was das bedeutet. Sie bekommen eine Idee, wenn es nötig ist, die medizinische Unterstützung, auch wenn die sehr viel schlechter ist als hier in der Schweiz. Darf ich überhaupt damit rechnen, dass wenn ich irgendwo Material, Schutzmaterial brauche oder irgendetwas, bekomme ich denn das? Oder wird schlussendlich von der Behörde aus, wir haben das auch schon gehört, das ist ja auf Amerika, auf China und Europa ist ja der Ball hin und her gespielt worden. Ja, wer ist jetzt schuld, dass die Pandemie ausgebrochen ist? Und das passiert natürlich dort noch viel mehr extremeren Gebieten, weil die Menschen, die dann das müssen, auf sich nehmen, quasi aufgedrückt wird, keine Chance haben, sich zu wehren. Und das ist natürlich eine Situation, die sehr viel gravierender ist. Also für was, anders gefragt, für was kann man im Moment vor allem beten, wenn man jetzt eben raus schaut in die Welt? Was würdest du da sagen? Also für das, was ich euch bitte zu beten, wo alle Leute, die das zulassen. Unser Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, sagt, Gebet kommen dort her, wo wir Menschen nicht herkommen. Und Gebet ist die mächtigste Waffe, das lesen wir auch in der Bibel. Und die Apostelgeschichte ist ja Geschichte drinnen von Paulus, der im Gefängnis ist. Und Christen haben gebetet und dann gehen die Fessel ab und die Tore auf. Und das ist alles möglich. Und der allmächtige Gott könnte in seiner ganzen Kraft, in seiner Allmacht, könnte er ja den bösen Menschen ein paar um die Tore holen und Christen befreien. Und er könnte den Tisch decken und er könnte sie heilen und alles. Und das macht er nicht. Und er will, dass wir füreinander einstehen. Und ich bitte alle, die das hören und anschauen, das Video, bitte betet. Betet, was das Zeug hält, bis nach Knie blühten, weil so wissen wir. Und die Zeugnisse bekommen wir von den Menschen aus der ganzen Welt, die immer wieder sagen, wir merken euer Gebet. Und das ist das, was uns stärkt. Das ist das, was uns immer wieder in Situationen Möglichkeiten gibt, wo wir sonst gar nicht für Möglichkeiten gehalten. Bitte betet weiter für uns. Merci vielmals, Daniel. Ich würde gerne mit dieser Frage noch ein bisschen weitergehen. Bei den anderen Gesprächsteilnehmern heute, jetzt, Sascha Ernst, was beschäftigt dich im Moment am stärksten? Für was betest du? Also das, was der Daniel gesagt hat, das möchte ich gerne unterstreichen und goldig einrahmen. Weil wenn du in einem Folterkeller von irgendeiner von diesen Nationen hockst, isoliert bist, du bist in Panik, du bist in Angst, du weißt nicht, was mit dir passiert, du bist Tag und Nacht bis zum Verhör rausgeholt, dann kann diesen Leuten effektiv niemand und nichts mehr anders helfen als Gebet. Mir hat ein Freund, den ich ihn gefragt habe, was ihm in dem Moment eigentlich durch den Kopf durch ist, hat er gesagt, weißt, in dem Moment kann dir nur Gott allein helfen. Da gibt es keine Schwester, kein Bruder, kein Kind, keine Frau, keine Mutter. Nur noch der Vater im Himmel kann dir helfen. Und wenn du Gott Raum gibst, dann hilft er eben auch, dann kommt er. Und er sagt, im schlimmsten Moment vom Schmerz ruft er Gott an und sagt, wieso lässt du das zu? Und der Vater sagt ihm einfach hörbar und verständlich, ich bin da, ich bin bei dir. Und das ist das, was ich mit Gesprächen, mit Inhaftierten, mit Ex-Inhaftierten immer wieder gehört habe, was sie sagen. Man hat gemerkt, dass nach ein paar Tagen, nachdem sie ins Gefängnis gesteckt worden sind, dass das über Social Media rund um die Welt ist, dass das der Lieb Christi weltweit erreicht hat. Und dann hat man angefangen zu beten. Mit einer gesagt, er hätte sich in einem Waschbecken mit 10 cm tiefem Wasser ertränken, weil er es nicht mehr ausgehalten hat vor lauter Angst. Aber plötzlich hat er gemerkt, wie Gebete auch von real werden sind und sich und jedes Gebet ihn für ein paar wenige Minuten aus Panik und Angst rausgeholt hat. Also das Gebet ist wirklich die Umarmung
vom Vater im Himmel in diesen dunklen Zellen, wo sonst niemand herkommt, wo du vergessen bist und wo du diesen Leuten einfach ausgeliefert bist. Ich glaube, darum, was wir machen müssen, ist, sind ja nicht alle in einem Folterkeller drinnen, aber die, die dort sind, die brauchen definitiv unsere Gebete. Und das andere, wenn ich vielleicht noch kurz sagen kann, ganz praktisch in Afrika drinnen, mit dem Covid-19, da sind Grenzen dicht gegangen. Das Land, das spezifische Land, wo wir einen Partner haben, die haben die letzte Ernte, die ist von der Flut zerstört. Und jetzt kommt eigentlich kein Nahrungsmittel von außen rein. Die Nahrungsmittel im Land selber fangen auch von innerhalb von einer Woche sind die verdoppelt worden. Und das trifft einmal mehr wieder die Ärmsten von den Armen. Das sind die, die hungern. Und gleichzeitig versuchen wir dort mit Hilfe, mit tonnenweise Mittel von Reis und Mais und Bohnen durch Christen zu dieser Bevölkerung zukommen zu lassen. Dort zeigt sich dann der liebe Christi wieder vor Ort als die ausgestreckte, barmherzige Hand von Gott. Und sie dienen dann ganz praktisch im Hunger, in der Not denen. Die Herzen tun sich auf und viele finden so einfach offen werden für Christus. Also das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Ich glaube, jetzt müssen wir auch ganz praktisch den Leuten helfen, die in Not sind. Ja. Merci vielmals, Sascha Ernst von AVC. Kommen wir noch zum Rolf Rupp von HMK. Bei dir auch, also was ist dir auf dem Herzen im Moment, auch durch die tägliche Arbeit, die ihr leistet? Ja, ich kann mit dem Votum von Daniel und von Sascha eigentlich anschließen. Wir haben jetzt auch immer mehr Rückmeldungen aus den Ländern, wo wir Partner haben, dass die Leute wegen der Ausgangssperren, wegen der Situation effektiv nicht mehr zu essen haben, zum Teil schon am Hungern sind, weil es halt viel gerade Christen aus ärmeren Schichten kommen, die Tagelöhner sind, die halt jetzt von einem Tag auf andere keinen Verdienst mehr haben, auch keine ersparte Sachen haben und das macht es sehr, sehr schwierig für sie. Und da versuchen wir auch ganz praktisch zu helfen. Und die Partner haben zum Teil auch guten Bezug zur Regierung und können durch das dann auch Hilfe leisten. Was wir auch hören, gerade von Kuba zum Beispiel, von Ländern in Asien, wo viele kleine Gemeinden existieren, die sich regelmässig treffen, wo die Pastoren Kollekte bekommen aber nach einem Sonntaggottesdienst und das hilft ihnen dann zu überleben für die nächste Woche. Jetzt sind seit Wochen keine Gottesdienste mehr möglich gewesen und die Pastoren, heute hat einer gesagt, die sind jetzt 100% von Gott abhängig. Da ist absolut nichts mehr, was reinkommt. Also die sind wirklich in der grossen Not jetzt auch durch die Situation und kämpfen effektiv um zu überleben. Jetzt mal ganz abgesehen auch vor Gefahr, dass sie sich könnten anstecken mit dem Virus. Aber da sind jetzt sehr viele existenzielle Ängste unter den Christen, aber natürlich auch sonst die Bevölkerung in diesen Ländern, wo denke ich, die Leute wirklich bewegt. Okay, merci vielmals, Rolf, von dir. Sabrina, darf ich dich bitten, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich habe jetzt einfach so den spontanen Gedanken, darf ich dich bitten, dass wir wirklich die Stunde auch mit einem Gebet beenden können für die Glaubensgeschwister auf der Welt, die im Moment in solchen Situationen stecken, dass wir wirklich mit einem Gebet auch die jetzige Stunde abschließen können. Wäre das okay für dich? Sehr gerne. Bevor ich bete, kann ich mich abschließen mit allen anderen über Gebet. Mein Vater hat immer wieder gesagt, wir stehen treu und fest und gehen durch alle Verfolgungen. Wir erzählen unsere Zeugnisse, was wir in der Verfolgung erleben, damit eure Glaube wird gestärkt in Europa, in Westländern. Und ihr steht im Gebet, damit wir weitergehen können und weiter kämpfen und weiterstehen im Glauben. Und das ist die Leib Christi, das ist eine Familie. Und wie Daniel, Rolf und Sascha gesagt haben, Gebet ist das, was uns zusammenbringt und zusammenhaltet. Die stehen in Verfolgung, treu und erleben alles. Und wir stehen im Gebet mit ihnen. Und das macht uns als Familie eins. Genau, und wie schon gesagt, Gebet ist eine starke Waffe. Und wenn wir beten, werden Sachen passieren. Und jetzt darf ich beten. Ja. Jesus, danke, dass du der Herr über alles und allem bist. Und danke, dass du regierst. Und danke, dass du der souveräne Gott bist.
Danke, dass du alles im Griff hast. Danke, dass du überall regierst und alles siehst. Danke für deine Gegenwart hier in der Schweiz, für den Segen, auch den Wohlstand, den wir dürfen erleben. Bitte ich, dass du in der Schweiz uns hilfst, eine neue Offenbarung für dich selber gibst, eine neue Sehnsucht, eine neue Leidenschaft, eine neue Lehre, dass wir dürfen merken und dass wir dürfen dich neu kennenlernen, deine Stimme hören, deine Nähe spüren. Bitte ich, dass du dich offenbarst in unserem Leben. Jede Person, die dir Interview gehört hat, bitte ich, dass ja, die dürfen den neuen Sehnsucht begierig und durch den Hunger nach dir überkommen und dich ganz besonders in ihrem Leben, auch jetzt in der Isolation, erleben. Und Vater, ich bitte ganz besonders für unsere Geschwister, die in Verfolgung sind, im Gefängnis sind, die bedrängt sind, die in Not stehen, in finanzieller Not. Du bist der Herr, du bist Vater, wir können nach dir schreien und du bist der, der versorgt, der schaut. Und du hast alles. Und Vater, ich bitte, dass du gerade jetzt bei den Geschwistern, die im Gefängnis sind, bist, bitte ich, dass du sie tröstest, dass du sie umarmst, dass du sie hilfst und Wärme schenkst, dass sie dürfen gerade jetzt in diesem Moment wissen, dass es gibt Christen in Europa, die für sie beten. Dass sie sind nicht allein und sie nicht vergessen gegangen. Bitte ich für die Christen, die im Not stehen, finanziell und Material, wo deine Versorgung braucht. Bitte ich, dass du versorgst, dass du ihr hilfst, dass du sie vom Not rausbringst, dass sie dürfen nochmal deine Hand am Wirken sehen. Und bitte ich vor allem, dass du den Christen brauchst in verfolgten Ländern, um deine Namen zu verherrlichen und deine Namen weiter predigen und weiter schreien und dass du dich offenbarst in diesen Ländern, dass mehr und mehr Menschen werden dich sehen, dich erleben, deine Botschaft erleben und eine gute Nachricht hören und zu dir kommen. Danke für alles, was du machst und die guten, wunderbaren Zeugnisse, die wir haben dürfen erleben. Danke, Herr, dass du der souveräne, ewige Vater bist. Amen. Amen. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, das wir dürfen führen. Unsere Stunde ist bereits vorbei, aber wir bleiben weiter dran im Gebet, wie es jetzt am Schluss klar haben, ja, betont, von allen Seiten ist das ja jetzt gekommen und ich höre das auch immer wieder, wenn wir berichten auf LiveNet und Jesus.ch über verfolgte Christen, genau gleich. Da sind wir zusammen und machen wir uns eins immer wieder aus da hinter den Menschen, die in Not sind. Danke euch viel mal für euer Engagement. Danke für jetzt auch das Gespräch. Und ich wünsche einen schönen Abend. Und bis dann. Danke. 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 Danke.